Willkommen zum dritten Teil im Grundkurs für C++. Heute geht es unter anderem um Klassen. Das ist auch die fehlende Komponente. Und natürlich um die Mandelbrotmenge und deren Berechnungen in der Textkonsole. Das ist die Vorbereitung auf den nächsten und übernächsten Teil, wo es dann auch auf die grafische Darstellung ankommt, mit Hilfe des Qt-Frameworks. Doch zuerst ein bisschen Grundlage C++. Wie immer ist der Quellcode, den ich heute vorstelle, im Download in der Beschreibung verlinkt, sowie weitere Informationen zu C++, der Mandelbrotmenge und komplexen Zahlen. Am Demo-Programm hat sich etwas geändert, und zwar ich habe drei Dateien hinzugefügt. Zum einen habe ich die SDD-FAX, die Include-Dateien erstellt für die vorkompilierten Include-Dateien, das ist die Precompiled-Headers. Dort hinzugefügt wurde eine Include-Datei für eine Option des Compilers, also Teil des Compilers, dass mir dort Datentypen zur Verfügung gestellt werden für komplexe Zahlen. Weiterhin ist hinzugefügt worden eine neue .h-Datei, eine Header-Datei, in der ich meine eigenen Include-Dateien aufnehme. Das hat zum Vorteil, dass ich in meinen eigenen Codes nur noch diese eine Datei inkludieren muss und automatisch alle von mir benötigten Include-Dateien zur Verfügung habe. Dann gibt es das große Mysterium, was ist eine Klasse? Dazu gibt es zwei Dateien. Oder mal anders ausgedrückt, ich fange mal mit Start an. Das ist das bekannte Startprogramm. Das ist identisch mit dem letzten Mal, außer es gibt zwei Zeilen, die hinzugekommen sind. Drei Zeilen, nämlich die Include-Datei. Die Include-Datei enthält, wie gesagt, die Fraktalgenerator.h. Die wiederum liest meine eigenen Include-Dateien, unter anderem mandelbrot.h, zu der ich gleich komme. Und dort ist die besagte Klasse definiert, nämlich Mandelbrot. Und Klassen werden in C++ genauso behandelt wie Datentypen. Das heißt, ich kann eine Klasse ableiten, also mache einen eigenen Datentyp daraus, wobei ableiten jetzt etwas falsch beschrieben ist. Ich mache keine Ableitung, das ist was anderes. Ich erstelle ein neues Objekt, nämlich die Klasse, und gebe dir einen eigenen Namen wie ein Datentyp. Also wie ich zum Beispiel einen Integer definieren kann, kann ich jetzt auch sagen, ich habe eine Klasse mit Namen X und gebe dieser Klasse jetzt in meinem Datentyp den Namen Y. Und Klassen kann ich jetzt so benutzen wie normale Funktionen, unter anderem. Eine Klasse enthält nicht nur Programmcode wie eine Funktion, sondern sie kann auch Datenstrukturen enthalten. Und diese Datenstrukturen können zum Teil versteckt sein, also als sogenannte Private, dass ich nur intern in der Klasse darauf zugreifen kann, oder sie können öffentlich sein, also Public. Das heißt, dass die Post kommt. So, Entschuldigung. Wie gesagt, ich kann Klassen so aufteilen, dass ich Variablen und Funktionen habe, die nur intern in der Klasse zur Verfügung stehen. Das nennt sich Private. Oder ich kann Funktionen und Variablen öffentlich machen, dass ich auch von draußen darauf zugreifen kann. Das ist dann Public. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Funktion Berechnen innerhalb der Klasse Mandelbrot, die besagte Mandelbrotmenge berechnet und auch dann grafisch darstellt. In diesem Fall ist die Darstellung auf der Konsole, weil zur grafischen Darstellung kommen wir erst die nächste und übernächsten Teil.
So, wie ist das Ganze jetzt aufgebaut? Jetzt kommen wir mal zum Punkt. Es gibt eine Header-Datei für die Klasse. In dieser Header-Datei sage ich, wie heißt die Klasse, in diesem Fall Mandelbrot. Es gilt dasselbe Prinzip wie schon im letzten Video beschrieben, dass ich jede Include-Datei mit einem Schutzheader versehe, um zu verhindern, dass sie zweifach oder mehrfach inkludiert wird. Also ich frage nach, gibt es das Label X? Wenn es dies noch nicht gibt, gehe ich rein, definiere dann das Label aber direkt. Und so, dass jetzt beim nächsten Inkludieren schon bekannt ist, das habe ich schon eingelesen, kann ich überlesen. So verhindere ich halt, dass Include-Dateien doppelt inkludiert werden, weil dann der Compiler meckelt, dass dann halt Strukturen und Definitionen doppelt vorkommen. Wie gesagt, im letzten Teil ist es genauer erklärt. Ich habe jetzt wieder das Schlüsselwort Class. Also ich sage, jetzt kommt eine Klasse mit Namen, in diesem Fall Mandelbrot. Es gibt noch die Möglichkeit, an dieser Stelle eine sogenannte Ableitung zu machen. Also ich kann Klassen nicht nur neu definieren, sondern auch bestehende Klassen vererben. Also bei der Vererbung übernehme ich alle Funktionen einer Klasse, einer anderen Klasse, zum Beispiel bei Qt, und kann aber diese abändern und eigene Funktionen hinzufügen. Im Konstruktor, also upsa, mit den geschweiften Klammern, sage ich jetzt, es geht los. Ich habe ein Teil Public. Alles, was nach Public kommt, ist öffentlich zugänglich. Also auch wenn ich die Klasse einfach benutzen möchte, kann ich alles, was public ist, sofort benutzen. Es gibt in diesem Fall vier Einträge. Es gibt einen Private-Teil. Dieser Teil ist nur innerhalb der Klasse zu sehen und zu benutzen. Das heißt, von außen habe ich keinen Zugriff darauf. Wir kommen mal zum Inhalt. Eine Klasse hat zwei Standardfunktionen, nämlich den sogenannten Konstruktor und den Dekonstruktor. Was machen die zwei? Und zwar, wenn ich eine Klasse neu erstelle, also sag ich mal ableiten, sondern halt als Datentyp benutze, muss die ja initialisiert werden. Ich habe irgendwelche Variablen, die ich innerhalb benutze. Ich muss eventuell Ressourcen nachladen, muss prüfen, ob irgendeine Datei existiert und so weiter. Und das muss für jede Klasse dann gemacht werden. Damit es aber immer gleich gemacht wird, gibt es den sogenannten Konstruktor. Der wird automatisch aufgerufen, wenn ich eine Klasse neu referenziere. Und der Name des Konstruktors ist immer derselbe Name, wie die Klasse heißt. Also in diesem Fall Mandelbrot. Die Klasse heißt Mandelbrot und der Konstruktor hat keine Argumente. Also es gibt nichts, was ihm übergeben wird. Dasselbe ist auch beim Dekonstruktor. Der Dekonstruktor wird aufgerufen, wenn ich eine Klasse wieder rausschmeiße. Auch hier ist dasselbe Prinzip. Ich habe während der Laufzeit der Klasse irgendwelche Ressourcen angefordert und die möchte ich wieder freigeben oder muss ich wieder freigeben. Und das wird automatisch dann im Dekonstruktor erledigt. Und der Dekonstruktor hat ebenfalls denselben Namen wie der Klassennamen, aber vorne rangestellt ist eine Tilde. Dieser bekommt auch keine Argumente. Void heißt nichts. Dann gibt es zwei Funktionen von mir. Zum einen die Funktion initialisieren. Die Funktion selbst bekommt auch keine Argumente, also ist void, und gibt auch keine Argumente zurück. Also die Deklaration ist immer dieselbe. Zuerst kommt der Datentyp, den ich zurückgebe, dann der Name der Funktion. Und dann kommen die Argumente, die ich der Funktion mit übergebe. In diesem Fall gibt es nichts. Argumente keine und Rückgabewert keiner. Dann gibt es eine zweite Funktion, die heißt berechnen. Die berechnet die Mandelbrotmenge und gibt das Ergebnis entsprechend auf der Konsole aus. Der Hintergrund ist, die Initialisierungsfunktion ist in diesem exakten Programm jetzt noch ein bisschen für die Vitrine.
weil die Variablen können nicht geändert werden zurzeit. Die wird aber im nächsten Teil bzw. übernächsten Teil geändert und wird dann eine Funktion übernehmen. Und Berechnung, wie gesagt, basiert auf den Daten, die in dieser Funktion halt vorinitialisiert wurden und berechnet die Menge. Im Private Part gibt es jetzt Variablen, die ich benötige, die jetzt zur gesamten Laufzeit der Klasse verfügbar sein müssen. Da zum einen die Koordinaten der Mandelbrotmenge, zu denen komme ich gleich, und auch einige Anstellungen, beziehungsweise wie ich sie berechnen möchte. Da komme ich aber auch gleich dazu. Und man sieht, wie gesagt, es gibt doch keinen wirklichen Code, es sind jetzt nur Deklarationen. Der eigentliche Code steht in der .cpp-Datei. Da ist auch wieder dasselbe Prinzip. Ich tue zuerst mal eine Standard-AFX einladen mit allen Standard-Headers vom System und dem Frameworks. Und dann kommen meine projektbezogenen Dateien, Include-Dateien. Und dann kommen die eigentlichen Programmcodes. Zuerst kommt der Konstruktor und der Dekonstruktor. Der Konstruktor hat im Prinzip nur einen Eintrag, nämlich Aufrufen der Funktion Initialisierung. Mit den geöffneten und geschlossenen Klammern sage ich, es gibt keine Argumente. Und falls ich es vergessen habe zu sagen, das letzte Mal in C bzw. C++ werden alle Aufrufe von Funktionen also und auch irgendwelche Statements mit einem Semikolon abgeschlossen. Der Konstruktor bleibt in diesem Fall leer, weil es gibt noch nichts, was ich rausschmeißen muss. Auch hier ist die Schreibweise klar, um jetzt festzustellen oder festzulegen, zu welcher Klasse diese Funktion gehört, ist der Aufruf immer identisch. Zuerst kommt der Klassenname, dann Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann der Name der Funktion. Der Name der Funktion muss natürlich im .h-File existieren. Nur dort brauche ich keine doppelte Angabe des Klassennamens, weil der Klassenname ist ja bereits hier festgelegt. Und in der CPP-Datei muss ich halt sagen, du gehörst zu der und der Klasse und das trenne ich halt durch besagtes doppelte, der doppelte Doppelpunkt. Dann kommt die Initialisierungsfunktion. Diese Funktion gibt jetzt diesen Variablen, die ich gerade hier schon mal deklariert habe, jetzt sinnvolle Werte. Was die genau bedeuten, komme ich gleich zu. Und zum Schluss gibt es dann natürlich die Hauptfunktion, die jetzt berechnet und das Ganze ausgibt. So, was ist die Mandelbrotmenge überhaupt? Die Mandelbrotmenge gehört zu sogenannten Fraktalen. Das ist ein Überbegriff und die Fraktale haben Ende der 70er Jahre große Popularität erfahren, weil es damals die ersten Computer gab, die in der Lage waren, das Ganze grafisch darzustellen. Das Ganze war vorher mehr oder weniger ein theoretisches Konstrukt, wurde entdeckt unter anderem vom französischen Mathematiker Julia um die 1905 und dem ist aufgefallen, dass bei komplexen Zahlen ein bestimmtes Verhalten existiert. Also komplexe Zahlen, die stammen aus der Algebra und es geht darum, Probleme zu lösen, wie zum Beispiel x² gleich minus 1. Und eine sogenannte komplexe Zahl besteht eigentlich aus zwei Werten, nämlich einem Realteil und einem imaginären Teil. Wer von komplexen Zahlen noch nichts gehört hat, in der Videobeschreibung ist wie gesagt ein Link zum Thema. Und die Mandelbrotmenge
wurde 1980 von Mathematiker Bernard Mandelbrot nicht entdeckt. Die gab es schon, er hat nur Zusammenhänge zusammengefügt und dem Ganzen einen Namen gegeben, nämlich Apfelmenschen. Und das ist hängen geblieben. Und sobald es um diese Grafik geht, ist sein Name der erste, der genannt wird, wobei er es weder entdeckt hat. Und wie gesagt, Julia ist aufgefallen, wenn ich eine komplexe Zahl in einer Rekursion benutze, also eine mathematische Operation, das Ergebnis dieser Operation wieder auf dieselbe Funktion übertrage, gibt es einen Effekt, und zwar entweder wird die komplexe Zahl irgendwo oszillieren, also zwischen zwei Werten hin und her wandern, und zwar unendlich, oder die Zahl streckt Richtung unendlich, also explodiert mehr oder weniger. Julia hatte noch keine Möglichkeit, daraus praktisch irgendeinen Nutzen zu ziehen, es sei denn, hätte irgendwie 10.000 Freiwillige gehabt, die Millionen von Berechnungen gemacht hätten und dann daraus eine Grafik gemacht hätten und hätte Julia ungefähr dasselbe gesehen, was später Mandelbrot gesehen hat. Da das aber zur damaligen Zeit noch nicht möglich war, gab es halt nur theoretische Gedanken. Und die wurden halt dann später in den 70er Jahren, wie es die ersten vernünftigen IBM-Rechner gab, halt dann umgesetzt. Und 1978 gab es dann die ersten grafischen Ausgaben. So, was ist das? Bei der Mandelbrotmenge nutze ich eine sogenannte komplexe Fläche. Also ich habe zwei Koordinaten, nämlich ein Koordinatenpaar für den Realteil, in diesem Fall minus, also R Minimum, der ist minus 1, und ein Maximum für R, das ist in diesem Fall 2, im Realteil. Das ist das, was auf der X-Achse ist praktisch. Und auf der Y-Achse ist der sogenannte imaginäre Teil. Und er reicht von plus 1,5 bis minus 1,5. Das ist meine besagte komplexe Fläche. Die Mandelbrotmenge befindet sich ausschließlich in diesem Teil der Menge. Alle anderen Zahlen gehen sofort Richtung unendlich und enthalten keine, also für die Mandelbrotmenge keine sinnvollen Daten. Für jedes Pixel wird ein eigenes Koordinatenpaar erstellt. Das ist, wie gesagt, dann die komplexe Zahl C für komplex. Können wir uns gerade mal den Quellcode angucken. Das sind, wie gesagt, die Vorgaben in der Initialisierungsfunktion. Ich habe für R Minimum minus 1, für R Max habe ich 2. Für i min habe ich minus 1,5 und der Tütata, i max habe ich 1,5. Ich habe das Problem, wenn eine Rekursion eintritt, die kann unter Umständen auch, die Oszillation kann unendlich sein. Das heißt, der Wert bewegt sich immer nur zwischen diesen zwei Werten und ich habe kein Ende. Um zu verhindern, dass ich in der Endlosschleife sitze, im wahrsten Sinne des Wortes, gibt es einen sogenannten Iterationszähler, der sagt, wenn nach diesem Fall 32 Durchläufen noch kein Ergebnis zustande gekommen ist, im Sinne von, dass die Zahl Richtung unendlich rausspringt, dann höre auf. Damit wird verhindert, dass halt die Schleife endlich läuft, also unendlich läuft, Entschuldigung. Weiterhin wird festgegeben, wie viele Spalten und wie viele Zeilen ich habe. In diesem Fall natürlich Textzeichen, weil das Ganze wird auf der Textkonsole ausgegeben. Das sind die Vorgaben. Weshalb ist das nicht hardcodiert? Weil in der späteren Version dieses Videos werden wir eine GUI erstellen, um diese Werte zu ändern. Mit Hilfe von Qt kann natürlich der User beliebig diese Werte ändern und die Initialisationsfunktion kann wieder neu aufgerufen werden, um eine weitere Instanz der Klasse zu erzeugen mit anderen Werten.
und somit auch nicht in einer anderen Grafik. Und Berechnung ist die eigentliche Funktion, die jetzt das, was hier angegeben wurde, ist jetzt verarbeitet und praktisch das umsetzt, was hier schon beschrieben ist. Zuerst definiere ich einige Variablen, nämlich meinen Schrittzähler für die Spalten und die Zeilen, weil ich muss, wie gesagt, für jedes Pixel ein Koordinatenpaar anlegen. Und ich berechne einfach, welche Schrittweite habe ich jetzt in der Realrichtung und welche Schrittweite habe ich in der imaginären Richtung. Das ist ein Klassiker. Ich mache natürlich Maximum minus Minimum geteilt durch die Anzahl der Spalten bzw. Zeilen. Und habe somit meine Schrittweite. Ich brauche zwei komplexe Zahlen, nämlich Z und C. Da kommen wir gleich zu. Es gibt für komplexe Zahlen einen Datentyp in den Standard-Libraries von C++, der heißt komplex. Das std Doppelpunkt Doppelpunkt sagt aus, die sind in der Standard-Library. Ich nutze als Container praktisch, was ich für einen Datentyp benutzen möchte, qwheel. Also der ist der qt-eigene Typ für den Fließkomma, doppelte Genauigkeit. Ich könnte hier jetzt zum Beispiel auch sagen Integer. Also praktisch eine komplexe Zahl aus Integer-Werten. Ich will ja eine Fließkomma-Zahl mit doppelter Genauigkeit. Weil natürlich ein Integer-Wert wäre jetzt von der Genauigkeit viel zu klein, viel zu ungenau. Weiterhin gibt es noch zwei Schleifenzähler, nämlich CX und CY. C ist natürlich die komplexe Zahl C. Und x ist natürlich die x-Achse. Und y ist natürlich die y-Achse, die in diesem Fall der Imaginärteil ist. Und x ist natürlich der Realteil. Und ich habe hier einen Datentyp für meine Iterationen. Also damit zähle ich, wie viele Durchläufe habe ich. Und wenn ich den Wert hier Max-Iteration überschritten habe, weiß ich, ich habe keine Ergebnisse. Ich bin in der Endlosschleife und breche ab. Ich habe jetzt nur 32 gewählt, weil durch die Textgrafik habe ich keine hohe Genauigkeit bei der Grafik. Dann lohnt es sich nicht, mehrere Durchläufe zu machen. Wenn man mit Grafiken arbeitet, wie hier zum Beispiel, ist es teilweise normal, dass man Iterationstiefen von mehreren 10.000 hat. Pro Punkt und Pixel, um halt eine vernünftige Grafik zu bekommen. In dem Fall für die Textausgabe ist schon 32 eigentlich schon mehr als genug. So, dann geht es jetzt an die Initialisierung der Funktionen, nämlich der Datentyp C. Wie gesagt, komplexe Zahlen bestehen aus zwei Teilen, nämlich den Realteil und den Imaginärteil. Ich starte im Realteil mit rmin. Also auf der linken Seite, weil die Zeilen werden ja von links nach rechts aufgebaut. Und im imaginären Teil starte ich bei imax, weil die Grafik wird von oben nach unten erstellt. Also ich arbeite praktisch mich vor, ähnlich wie ein Monitorbild aufgebaut wird, von links nach oben nach unten. Und jetzt kommen zwei Schleifen, nämlich zum einen die Schleife für die Spalten, also die Zeilen. Nach dem Durchlauf der Schleife muss ich natürlich den Realwert der Variable c wieder auf r-minimum zurücksetzen, weil ja jede Zeile wird natürlich am Anfang berechnet.
Das mache ich hier. Ich setze den Realteil von der Variable c auf den Wert rmin und gehe dann in die Schleife für die Spalten, also den eigentlichen x-Teil. Und jetzt kommt die eigentliche Berechnung der Mandelbrotmenge. Ich brauche noch eine Hilfsvariable, nämlich z, und die wird mit 0 vorinitialisiert als Startwert. Ich lösche meinen Iterationszähler, setze ihn auf 0. Wir haben jetzt ein neues Spiel, neues Glück. Und die besagte iterative Funktion, Rekursionsfunktion für die Mandelbrotmenge ist z gleich z Quadrat minus c. Mit dem Abbruchkriterium, entweder die maximale Anzahl der Iterationen ist erreicht oder der Wert z ist größer gleich 4. Sollte der Wert größer werden, weiß ich nähere mich der Unendlichkeit zu und ich kann abbrechen. Es macht keinen Sinn, weiter zu berechnen. Dann kommt eine Do-Schleife, in der ich halt für diesen Punkt, also die erste Funktion wäre der Punkt hier, genau, also links oben, das ist der erste Punkt, der berechnet wird, dann der zweite von der linken Seite und so weiter. Wieder z ist auf 0 gesetzt und jetzt mache ich den ersten Rechenschritt, mache z gleich z mal z, also ich mache hoch 2, minus c. Erhöhe den Iterationszähler um 1. Das plus plus ist eine Abkürzung der Schreibweise Iteration gleich Iteration plus 1. Mache dann die Wahlschleife und prüfe zwei Bedingungen, nämlich wie im letzten Teil beschrieben, while macht weiter, wenn das Ergebnis true ist, also wahr ist. Ich mache zwei Wahrheitsaussagen, nämlich ist Iteration kleiner als Max-Iteration und ist der Wert z kleiner als 4. Wenn beide Bedingungen wahr sind, ist der Gesamtausdruck wahr und while springt zurück zu do und die Iteration wird ein zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal und so weiter ausgeführt, immer mit Erhöhung des Iterationszählers. Und am 32. Mal ist halt Iteration größer als 32, somit Max-Iteration und sagt dann, okay, die Bedingung ist jetzt falsch, weil Iteration ist nicht mehr kleiner als Max-Iteration. Damit wird der gesamte Ausdruck falsch, weil es ein Und ist. Also es müssen beide Bedingungen wahr sein. Und egal was z ist, selbst wenn es kleiner ist als 4, wenn Iteration falsch ist, ist der Gesamtausdruck falsch und die Schleife wird abgebrochen. Dann muss ich natürlich aus dem Punkt eine Farbe machen. Dazu kommen wir gleich. Zuerst mache ich mal weiter, wie es mit der Schleife weitergeht. Nach der Zeichnung des Punktes erhöhe ich den Realwert um den Schrittspalte. Also praktisch, ich gehe jetzt in meiner Grafik, in meinem Koordinatensystem einen Pixel weiter nach rechts. Mache das dann praktisch für die gesamte Zeile, indem ich halt, wie gesagt, den Realwert gleich Realwert plus den Schritt für die Spalte. Und das mache ich für die gesamte Zeile. Nachdem die Zeile fertig ist, mache ich dasselbe, aber halt für die Y-Achse, nämlich den Imaginärteil. Da der Imaginärteil, wie gesagt, von oben nach unten läuft, also hier starte ich ja, wird er abgezogen, der Schrittzähler, weil natürlich von oben das Ganze nach unten weitergeht. Und wenn alle Schleifen durchgelaufen sind,
bin ich praktisch meine Koordinatenpaare komplett durch und habe für jedes Koordinatenpaar jetzt einen Wert dargestellt und diesen Fall als Text. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist das, was jetzt standardmäßig vorhanden ist. Und zwar, ich prüfe nochmal, ob der Iterationszähler übergelaufen ist. In dem Fall weiß ich, ich bin innerhalb der Menge. Also ich bin in dem Teil, der unendlich ist. Und der Iterationszähler wird auf 0 gesetzt. Und anschließend gebe ich ein Zeichen aus. Und zwar, ich nutze den ASCII-Code mit als Startwert 32, ASCII-Code 32, plus den Wert, den Iterationszähler hat. Jetzt ist auch klar, wieso der Iterationszähler auf 0 gesetzt wird, wenn ich unendlich bin, weil 32 plus 0 ist 32 und der ASCII-Code für das Leerzeichen ist 32. Das heißt, das, was hier schwarz ist, ist der unendliche Teil der Menge. Und der wird in der Grafik, in der Textausgabe jetzt als schwarz dargestellt, also als Leerzeichen. Und jeder andere Wert, der hier jetzt als buntes Pixel erscheint, ist dann praktisch ein ASCII-Zeichen, das anschließend nach dem Leerzeichen kommt. Also 1 wäre dann das Ausrufezeichen, 2 wäre dann das Hochkomma. Weil ASCII-Code für das Ausrufezeichen ist 33, das Hochkomma ist 34 und so weiter. Eine andere Möglichkeit ist, das so zu gestalten, wie es Mandelbrot gesehen hat, nämlich indem ich sage, entweder ja oder nein. Wenn ich jetzt den Code laufen lasse, sehe ich die Mandelbrotmenge als schwarzes Loch und alles andere ist weiß. Ungefähr so hat das Ganze ausgesehen, was Mandelbrot gesehen hat. Er hat den Ausdruck gemacht auf einem Matrixdrucker bzw. aus einem Kettendrucker wahrscheinlich und es muss ähnlich ausgesehen haben. Die grafische Einfärbung kam erst später, als die Computer grafikfähig wurden. Und wie genau man es macht, beziehungsweise welche Möglichkeiten es gibt, aus den Iterationswerten dann Farben zu machen, kommen wir im vierten Teil. Der nächste Teil ist, wie gesagt, wie baue ich in Qt ein Fenster auf, das eine Grafik darstellen kann und wie kann ich das verarbeiten und verwalten, also sprich, wie mache ich das Menü, Buttons und so weiter. Und der vierte Teil wird, wie gesagt, dann sein, wie erstelle ich exakt die Grafik, die jetzt hier zu sehen ist. Mit Wahl der Farben und so weiter. Und das ist, wie gesagt, das Prinzip der Mandelbrotmenge. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Es sieht sehr kompliziert aus, aber die Rechenvorschrift selbst ist, wie gesagt, ein einfaches z gleich z Quadrat minus c. Mehr ist es nicht. Der Quellcode ist, wie gesagt, in der Beschreibung verlinkt. Und im nächsten Teil gibt es dann, wie gesagt, die Qt-Funktion für die grafische Anfangsdarstellung, also sprich, wie baue ich das Fenster auf und so weiter. Und der Code hier wird ein bisschen modifiziert, weil es kommt Code hinzu, wie ich die Parameter hier ändern kann, beziehungsweise zur Laufzeit sagen kann, ich möchte jetzt andere Koordinaten haben, beziehungsweise wie kann ich dann sagen, erstelle die Grafik neu. Also das sind jetzt teilweise Dummy-Funktionen, die noch keine wirkliche Funktion haben, beziehungsweise ein bisschen unnötig sind, weil sie jetzt zweimal dasselbe machen. Jo, dann würde ich sagen, alles Gute und bis zum nächsten Mal.